Hey Leute, wie geht's euch? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video soll es um eine Serie gehen, die wir alle wahrscheinlich schon seit Monaten erwarten. Die Rede ist natürlich von Cassian Andor. Nein, natürlich nicht. Sind wir mal ehrlich, diese Serie juckt wirklich niemanden. Keine Ahnung, wie Disney auf die Idee kam, diesen Typen eine Serie zu geben, anstelle einer 8. Staffel Clone Wars. Aber gut, zurück zum eigentlichen Thema. Ich rede eigentlich von der kommenden Obi-Wan-Serie. Und sind wir mal ehrlich, Trump hat die US-Wahlen verloren, nice. Bald ein Heilmittel gegen den Coronavirus, sogar noch besser. Aber Ewan McGregor als Obi-Wan ist einfach nochmal ein anderes Level. Aber was wissen wir denn schon alles über die Serie? Sie wird auf jeden Fall zwischen Episode 3 und 4 spielen und Obi-Wan wird zumindest am Anfang der Serie noch auf Tatooine sein. Jedoch kann es sehr gut vorkommen, dass Obi-Wan Tatooine verlassen muss, um Darth Vader oder andere Anhänger des Imperiums von Luke wegzulocken. Außerdem sind Flashbacks in die Klonkriege extrem wahrscheinlich und so könnte es dazu kommen, dass wir Hayden Christensen wieder in der Rolle von Anakin Skywalker sehen. Und es wurde von Caitlin Kennedy bestätigt, dass es sich bei dem Ganzen um eine Miniserie handeln soll. Also wird es wahrscheinlich nicht ganz so in die Länge gezogen, wie so manch anderer Content aus dem Star Wars Universum. Es wurde aber auch eine Sache berichtet, die die meisten jetzt wahrscheinlich sehr enttäuschen wird. Die Obi-Wan Serie wird nur eine Staffel haben. Das Ganze steht noch nicht zu 100% fest, ist aber sehr wahrscheinlich. Aber ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Auch versteht mich nicht falsch, ich würde am liebsten 20 Staffeln Obi-Wan-Content sehen. Aber wenn es nur eine ist, wird es wahrscheinlich viel intensiver und es gibt keine unnötigen Filler-Folgen. Und wie man so schön sagt, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und wenn man die Serie nach einer perfekten Staffel beenden würde, wäre es genau das, was die Star Wars Community braucht. Also ich persönlich finde es so besser, als nach einem perfekten, stimmigen Ende auf Krampf nochmal 3 Filme rauszuhauen, die sich beim Anschauen anfühlen, als hätte man Star Wars auf Wish bestellt. Kommen wir jetzt am Ende nochmal zu dem Grund, aus dem ihr wahrscheinlich alle auf dieses Video geklickt habt. Angaben von Filmstars zufolge soll die Dreharbeiten zu der Obi-Wan-Serie am 4. Januar starten. Das heißt, wir können auf jeden Fall noch 2021 mit der Serie rechnen. Das soll jetzt eigentlich schon vom Video gewesen sein. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Ich bin auf jeden Fall extrem hyped auf die Obi-Wan-Serie und freue mich mega auf den Release. Ansonsten lasst ihr doch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr rund um Star Wars verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, haut rein, ciao.